Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen Auftritt von Alice Weidel bei RTL Frühstart. Nachdem die privaten großen Medien, AfD-Vertreter jahrelang nicht interviewt haben, scheinen sie sich entschlossen zu haben, nachdem die AfD bei 20% ist, dass es zu auffällig ist, sie nicht einzuladen und führen jetzt doch wieder Interviews. Das Interview erscheint auf den ersten Blick freundlich und normal, über weite Strecken. Wenn man es sich aber genau anguckt, dann stellt man fest, dass es von vorne bis hinten, dass die ganzen bekannten Propagandatricks angewendet werden. Alice Weidel aber zum Glück aus meiner Sicht kennt die meisten Tricks mittlerweile und konnte es im Gegenteil für sich nutzen. Guten Morgen aus Berlin und guten Morgen Alice Weidel. Guten Morgen, Herr Sandmann. Die Umfragen für die AfD, sprechen wir mal gleich drüber. Sie liegen bei ungefähr 20%. Damit liegen Sie in einigen Umfragen sogar vor der SPD. Denken Sie darüber nach, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen für die nächste Bundestagswahl? Ernst gemeinte Frage? Ja, ernst gemeinte Antwort. Natürlich, wir hätten das auch ohne diese Werte, hätten wir das getan, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Das wird tatsächlich passieren für die nächste Bundestagswahl? Na gut, also das werden natürlich unsere Mitglieder entscheiden auf dem Bundesparteitag. Ne? Also wir sind ja eine basisdemokratisch orientierte Partei. Das haben wir nicht allein zu entscheiden, sondern das machen unsere Mitglieder. Und wer könnte das sein? Würden Sie sich das zutrauen? Also zutrauen kann man sich viel, aber das ist völlig offen, wer dort antritt. Aber nochmal konkrete Nachfrage. Sie wollen ja auch immer konkrete Antworten von der Bundesregierung, deswegen... Wen können Sie sich denn da vorstellen? Wird das einer der beiden Bundessprecher, Tino Chrupalla, Sie, Frau Weidel? Wer könnte Herr Sandmann, ich kann das absolut verstehen, aber das ist rein spekulativ. Und daran kann ich mich zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht beteiligen, weil das in der Tat bei uns so ist, dass das die Mitglieder entscheiden müssen. Aber wir halten schon mal fest, es wird einen Kanzlerkandidaten geben von der AfD. Sprechen wir über ein anderes Thema, etwas auf kleinerer Ebene, der AfD-Kandidat in Sonneberg könnte am Sonntag der erste AfD-Landrat werden. Was wird der machen, wenn der gewinnt mit diesem Landkreis, zum Beispiel beim Thema Flüchtlinge? Was wird sich verändern? Sie haben es ja gerade angesprochen, also in dem Landkreis hat Robert Sesselmann, unser AfD-Kandidat, aus dem Stand heraus 47% geholt, der CDU-Kandidat abgeschlagen bei 35. Das ist natürlich ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann. Und da sieht man natürlich auch den Umschwung in den Umfragen, woraus die AfD gestärkt hervorgeht. Aber die Frage war, was macht der anders jetzt? Also der gewinnt jetzt, das würde bedeuten, die AfD ist das erste Mal in so etwas wie Regierungsverantwortung. Was würde der anders machen? Keine Flüchtlinge mehr aufnehmen zum Beispiel? Konkrete Frage? Also, Sie haben es ja auch angesprochen, das Thema, worum sich ein Landrat kümmert, ist in der Tat, wie viel kann seine Gemeinde aufnehmen, ne? Also an Asylanten, an Flüchtlingen etc. pp. Das ist ein riesiges Thema, gerade in den Kreisen, und die Bundesregierung nimmt darauf überhaupt gar keine Rücksicht. Also natürlich wird er sagen, vor allen Dingen erstmal auf die Bevölkerung hören, wollen die das? Sie wollen es nämlich nicht mehr. Die Kommunen sind alle überfordert, die Kreise. Sie können nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen und die Leute wollen keine Containerdörfer haben. Was macht er mit den bestehenden Flüchtlingen, die schon da sind? Also wenn es so viele sind, dann wird er sagen, dass sie umgesiedelt werden müssen. So. Und wenn die keiner aufnehmen will? Und er wird per se auch sagen, dass es jetzt genug sind. Und es sind in der Tat insgesamt genug Flüchtlinge, die die Bundesrepublik Deutschland aufgenommen hat. Wir müssen eigentlich Menschen zurückführen. Eine Rückführungsoffensive braucht dieses Land. Unterscheiden Sie eigentlich zwischen syrischen Flüchtlingen und ukrainischen Flüchtlingen? Also Flüchtling ist Flüchtling. Aber das heißt, Sie würden auch sagen, ukrainische Flüchtlinge müssen auch zurück? Also in der Ukraine herrscht gerade Krieg. Genau, das haben wir ja auch selbst. Sie haben ja gerade gesagt, Flüchtling ist Flüchtling. Also unterscheiden Sie doch zwischen Syrien und der Ukraine. Wir unterscheiden vor allen Dingen zwischen Kriegsflüchtling und Armutsmigrant, was hier ja gemacht wird. Hier werden Menschen völlig undifferenziert aufgenommen. Wir haben überhaupt gar keine differenzierte Flüchtlingspolitik. Und das ist ja gerade das Verantwortungslose dieser Bundesregierung, was hier betrieben wird. Angela Merkel mit der CDU, die hat ja angefangen. Sprechen wir mal über ein anderes Thema, Fachkräfte, auch interessant. Also Sie sind Wirtschaftspolitikerin. Braucht Deutschland Fachkräfte aus dem Ausland? Wir brauchen vor allen Dingen eine qualifizierte Zuwanderung, aber der Standort Deutschland
wurde so unattraktiv gemacht, dass wir überhaupt gar keine qualifizierte Zuwanderung mehr anziehen, sondern eben, wie schon angesprochen, Armutsmigranten aus aller Welt, die in unser Sozialsystem einwandern. Aber und das ist das ganz große Problem. Wir brauchen qualifizierte Menschen. Eine Nachfrage. Was sagen Sie zum Beispiel einem Elektrotechniker aus Indien, der nach Thüringen kommen will, wenn da die AfD regiert? Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Menschen, sagt das auch zum Beispiel Björn Höcke? Dazu eine Nachfrage, das würde mich wirklich mal interessieren. Helfen die Aussagen des Rechtsextremisten Björn Höcke für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Ganz wirklich sachlich gemeinte Frage. Helfen solche Aussagen von so einem Mann für die Attraktivität eines Wirtschaftslandes wie Deutschland? Also erstmal ist Herr Höcke kein Rechtsextremist. Ja, also wenn das der Verfassungsschutz sagt, dann ist mir das verhältnismäßig egal. Ich beziehe mich jetzt gar nicht unbedingt auf den Verfassungsschutz. Ja genau, aber grundsätzlich wird das ja gesagt. Also das weise ich zurück. So, und die AfD, ja, darauf wollte ich ja gerade antworten. Die AfD ist ja die einzige Partei, die überhaupt noch wirtschaftspolitisch vernünftige Noten setzt, die den Wirtschaftsstandort Deutschland eben stärken will. Wir sagen ja ganz klar, macht eine vernünftige Energiepolitik. Das EEG muss rückabgewickelt werden. Wir brauchen eine differenzierte Energiepolitik. Wir müssen in die Kernkraft investieren, in ein diversifiziertes Angebot, um die Energiebepreisung runterzubekommen, damit wir unsere Unternehmen ja wieder wettbewerbsfähig machen, das sind sie ja gar nicht. Und der Standort Deutschland ist ja so unattraktiv geworden, dass ausländische Unternehmen, Stichwort Intel, gerade mit Subventionen, Milliarden, bei 10 Milliarden sind wir gerade angekommen, dafür bezahlt werden, dass sie sich überhaupt bei uns ansiedeln. So unattraktiv ist der Standort Deutschland geworden. Wir sind die einzige Partei und auch die einzige Fraktion im Deutschen Bundestag, die Lösungen aufzeigt. Dazu werde ich morgen auch wieder sprechen. Letzte Frage bitte um kurze Antwort. Wenn Sie nochmal auf den Wirtschaftsstandort schauen, nochmal die Frage, solche Aussagen wie von Björn Höcke, glauben Sie wirklich, dass jemand, der sich Deutschland als Land vielleicht aussucht, dann noch kommt? Der Elektrotechniker, der Indische, der wird nicht kommen, weil ihm die Steuern zu hoch sind. Man muss sich nur mit ausländischen Fachkräften, mit hochqualifizierten Leuten unterhalten, auch aus China. Im Übrigen, ich tue das, weil ich mich vorher, vor meinem politischen Wechsel hier international bewegt habe. Wir sind völlig unattraktiv geworden, weil wir ein Sicherheitsproblem haben. Die Leute fragen sich, warum soll ich denn so viel Steuern zahlen, wenn ich nicht weiß, ob ich sicher von der Arbeit nach Hause komme? Sagt Alice Weidel. Vielen Dank für das Gespräch zu früher Stunde. Dankeschön, Herr Sachmann. Was war auffällig? Das Interview geht vergleichsweise harmlos los. Alice Weidel wird zur AfD-Kanzlerkandidatur befragt. Es ist auffällig, dass der Moderator immer nachbohrt, was aber noch normal ist, wie was bei anderen Parteien auch der Fall ist. Es war aber hier für Alice Weidel geradezu ein Geschenk, weil sie hier mit der Basisdemokratie punkten konnte. Sie konnte sagen, wir haben keinen Kandidat, und als der Moderator damit nicht zufrieden war, antwortete sie immer, das müssen unsere Mitglieder entscheiden. Was aus meiner Sicht wirklich hervorragend ist und wo sie zeigen konnte, dass die AfD sich von anderen Parteien abhebt, es keine Hinterzimmermauschelei gibt. Aus meiner Sicht hatte der Moderator oder die Regie, wer auch immer das Interview geplant hat, hatten sie das nicht auf dem Schirm mit der Basisdemokratie. Nachdem die Fragen bis jetzt noch normal waren, geht es jetzt ans Eingemachte. Unterscheiden Sie eigentlich zwischen syrischen Flüchtlingen und ukrainischen Flüchtlingen? Auf den ersten Blick wirkt die Frage harmlos und normal, aber es ist eine sehr merkwürdige Frage, weil es ist natürlich offensichtlich, dass zwischen Flüchtlingen immer unterschieden werden muss. Sind sie legal oder sind sie illegal gekommen? Es ist eigentlich nichts, was man jetzt spezial fragen müsste. Das heißt, dass diese Frage jetzt gestellt wird, weckt Suggestion. Weil der Zuschauer denkt sich, wenn das jetzt die AfD gefragt wird, ist es dann das Problem, die einen sind Arier, das andere sind keine Arier sozusagen. Also es ist eine Frage, die so auf den Rassismus anspielt. Die einen Menschen sind mehr wert als die anderen. Macht ihr jetzt einen Unterschied zwischen den Menschen, einfach wegen ihrer Ethnie? Er stellt jetzt im Grunde diesen Vorwurf in den Raum, und Alice Weidel versucht ihn zu entkräften. Es ist ein bisschen die Rolle, dass Alice Weidel versucht, sie zu qualifizieren, in die sie automatisch hineingerät. Was aber absolut kein Vorwurf sein soll, weil mir ist diese Frage auch erst aufgefallen, nachdem ich es das zweite Mal geguckt habe. Was wäre jetzt hier der optimale Weg gewesen aus meiner Sicht? Alice Weidel hätte den Mittelpunkt stellen können, diese Art der Frage. Sie hätte eine Gegenfrage stellen sollen, was diese Frage soll und was für Suggestion, und hätte auch gleich in den Raum stellen können, dass das ja merkwürdige Suggestionen weckt. Sie hätte im Grunde darauf reagieren können, wie damals bei dem NTV-Interview, konservativ oder rechts, als sie dann darauf aufmerksam gemacht hat, mit dem Rechts, dass es ein Framing ist. Und genauso hätte sie hier auch auf das Framing aufmerksam machen können,
Was man aber natürlich in der Situation bemerken muss. Und ich habe es auch nicht sofort bemerkt. Da muss man dann extrem reaktionsschnell sein. Aber sie hätte dann das Framing als solches erkennen und benennen können. Wodurch der Moderator an dieser Stelle entblößt gewesen wäre und es negativ auf ihn zurückfällt. So konnte er im Grunde ein wenig ein Frame platzieren. Wobei alles weiter auch eine gute Antwort gegeben hat. Aber trotzdem wahrscheinlich vielleicht ein bisschen was hängen bleibt. Eine Nachfrage, das würde mich wirklich mal interessieren. Helfen die Aussagen des Rechtsextremisten Björn Höcke für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Ganz wirklich sachlich gemeinte Frage. Als der Moderator im Folgenden alles Weile zur Landratswahl in Thüringen befragt, streut er ein, dass Björn Höcke rechtsextrem sei. In dem Zusammenhang betont er, seine Frage sei sachlich und ehrlich gemeint. Was ist der Trick bei dieser Frage? Zum einen ist es hartes negatives Framing und zum anderen provoziert er Weidel, sich von Höcke zu distanzieren oder ihn nicht zu schützen. Und hier droht eine große Gefahr, die in der Vergangenheit auch oft zum Erfolg geführt hat oder sogar ganz extrem zum Erfolg geführt hat, was aus meiner Sicht der Hauptgrund war, weshalb die AfD von 15% auf 10% abgestürzt ist. Weil führende AfD-Vertreter wie Jörg Meuthen genau dieses Framing bedient haben. Ich bin moderat, ich bin gut, aber die im Osten, ja, die sind anrüchig. Er hat sie nicht geschützt. Und der Trick ist jetzt, dass damit auch der ganze Ruf der AfD ruiniert wird. Das heißt, wenn Allesweil jetzt wie Meuthen damals darauf eingehen würde, sie würde sich selbst schaden, weil sie in der AfD ist und sie mit Björn Höcke, der untragbar ist, mit einer Partei ist und nicht aus der Partei austritt. Es wurde systematisch Streit in die AfD getragen, indem dieses Framing von den großen Medien vorangetrieben wurde. Es wurde immer und immer wiederholt und es wurde den West-AfDlern suggeriert, ja, die Ost-AfDler sind schuld. Und damals hat Jörg Meuthen versucht, die Partei zu spalten. Also erstmal ist Herr Höcke kein Rechtsextremist. Ja, also wenn das der Verfassungsschutz sagt, dann ist mir das verhältnismäßig egal. Ich beziehe mich jetzt gar nicht unbedingt auf den Verfassungsschutz. Ja genau, aber grundsätzlich wird das ja gesagt. Also das weise ich zurück. Zum Glück hat Allesweil es genau richtig gemacht. Sie hat den Frame zurückgewiesen. Sie sagt das ganz ruhig, ganz freundlich und redet normal weiter und gibt dem Zuschauer zu verstehen, das ist kalter Kaffee, dieser Vorwurf kommt andauernd, davon ist nichts zu halten, es ist ein Trick. Das Problem für den Moderator ist jetzt, wenn er jetzt nicht empört ist, wenn er jetzt nicht sagt, das ist doch, Björn Höcke ist doch auf jeden Fall rechtsextrem. Wenn er jetzt normal weitermacht, dann wirkt es ein bisschen komisch. Weil es ist ja ein extremer Vorwurf, eine Person so zu benennen, Weidel weist es zurück und er macht einfach weiter. Aus meiner Sicht, das ist ein Problem für die großen Medien. Und vor allem ist es ein Problem, dass dieser Vorwurf auch immer mehr abnutzt. Rechtsextrem zu sein bedeutet, ein Nazi zu sein, ist die größtmögliche Beleidigung. Das wurde auch systematisch von den Linken, von den großen Medien über die Jahrzehnte so etabliert. Und es wurde ein Synonym hergestellt, eine Verbindung zwischen Rechts, Rechtsextrem und Nationalsozialismus. Also nicht nur, dass Rechtsextrem demokratiefeindlich ist, sondern es wurde immer, der Bezug zu Hitler wurde immer hochgehalten. Durch diverse Tricks. Es wurde systematisch eine Verbindung geschaffen. Dafür gibt es viele Beispiele. Der Moderator versucht es auch ganz am Schluss nochmal, die Anrüchigkeit herzustellen, der Ost-AfD. Es hat journalistisch überhaupt keinen Wert, die gleiche Frage nochmal zu stellen, aber er tut am Ende so, ja, das kann doch nicht gut für Deutschland sein, das ist doch anrüchig, wenn jetzt ein AfD-Kandidat gewählt wird. Das können ja Ausländer nicht gut finden. Aber auch hier findet Allesweil aus meiner Sicht hervorragende Antworten, die diesen Vorwurf entkräften. Und das Framing kommt so nicht glaubhaft rüber. Aus meiner Sicht hat Allesweil der AfD mit ihren Auftritten auch mit diesem große Dienste erwiesen. Und das darf man nicht unterschätzen. Aus meiner Sicht, es ist nicht selbstverständlich, solche Auftritte hinzulegen. Viele denken vielleicht, Allesweil ist in der Spitze, deswegen ist sie natürlich auch beliebt. Das Problem bei vielen AfD-Vertretern ist, dass sie in ihrer Art zu reden nicht durchsetzungsfähig genug sind, nicht durchdringen und dann die Zurückhaltung als Unsicherheit gewertet wird. Wie es teilweise bei Steffen Cotré offensichtlich der Fall war, als er beispielsweise darauf hingewiesen hat, es gibt keine Studien hierzu und dazu, nenne ich offensiver, Mutip Latif und Markus Lanz konfrontiert hat. Allesweil wird zum Teil nachgesagt, sie sei zu oft in der Schweiz bei ihrer Familie. Es ist der Vorwurf, sie würde ja zu wenig Fraktionsarbeit oder was weiß ich was betreiben. Und aus meiner Sicht in der AfD, jeder hat seine Rolle. Und ich sehe es ein bisschen so, man muss das betrachten wie die Rolle eines Spitzensportlers. Allesweil muss vital sein, muss ausgeruht sein, genau für diese Auftritte. Und aus meiner Sicht, dafür braucht man Ruhe, dafür muss man sich erholen, dafür braucht man auch einen klaren Kopf.
Und ich glaube, wenn man jetzt von Sitzung zu Sitzung rennt, den ganzen Tag sich voll macht und nicht zur Ruhe kommt, dann kommt am Ende nicht so viel bei raus. Das heißt, es sollte sich vielleicht jeder spezialisieren. Und auch aus meiner Sicht Alice Weidel, auch bei der Bundestagswahl 2021, hat sie auch einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass die AfD noch über 10% gekommen ist. Es liegt auch an Alice Weidels Ausstrahlung, was wirklich ein Glücksfall ist, und auch ihre, dass sie lesbisch ist und noch eine, ich glaube, eine Südafrikanerin als Partnerin hat. Das ist ein Glücksfall für die AfD, weil wenn sie an der Spitze ist, die Partei, es ist sehr schwer, sie zu framen. Bild versucht es natürlich jetzt auch als Strafe, sie mit Björn Höcke auf ein Bild zu bringen, sozusagen den Negativ-Frame, der mit Mühe an Björn Höcke festgemacht wurde, ihn jetzt auf Alice Weidel zu übertragen. Aber aus meiner Sicht, das funktioniert eher umgekehrt, dass wenn Bild das macht, dass Björn Höcke umgekehrt die Vorwürfe übertrieben wirken. Alice Weidel hat aus meiner Sicht Fehler gemacht bei der Ukraine-Krise, weil sie zu wenig Aufklärungsarbeit betrieben hat. Das betrifft aber die ganze AfD, und ich kann auch nicht verstehen, wie das so passieren konnte. Und ob es da bestimmte Einflüsse gibt, ob das Berater waren, wie das kommen konnte. Weil man kann natürlich davon ausgehen, auch wenn Jörg Meuthen jetzt weg ist, es wird weiterhin versucht, von außen Einfluss auf die AfD zu nehmen. Und auch bestimmte Positionierungen durchzudrücken. Das fällt mir auf mit dieser ganz klaren Festlegung, undifferenzierten Festlegung auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Man müsste sich da nicht so klar festlegen, sondern sagen, das sollen Juristen klären. Weil das Problem ist, dass die ukrainische Regierung 2014 die Ostgebiete angegriffen hat, also die Ostgebiete in der Ukraine, und dadurch nach dem Kosovo-Urteil diesen Leuten dort eigene Staaten zustehen würde. Was die juristische Situation ändern würde, aus meiner Sicht. Weshalb es jetzt schwer zu sagen ist, welcher Anteil genau völkerrechtswidrig ist oder was Verteidigung ist, weil so wie diese Leute drangsaliert wurden, würde ihnen eigener Staat zustehen seit 2014, weil auch die ukrainische Regierung keinen Willen gezeigt hat, das Minsk-Abkommen umzusetzen. Die Häuser einfach beschossen wurden weiterhin, es Todesopfer gab, die Bevölkerung systematisch aufgebracht wurde gegen die Regierung, also systematisch provoziert wurde eigentlich die ganze Zeit. Aber trotzdem, ich hoffe, dass sich die AfD da in ihren Formulierungen noch korrigiert. Man muss sich ja nicht festlegen, man kann ja sagen, es ist vielleicht zum Teil völkerrechtswidrig und es ist natürlich ein Angriff und das ist natürlich leid, das finden wir nicht gut, aber die Ostgebiete, es ist unklar, welchen Status die eigentlich haben müssten. Und ob nicht auch der Westen diese Gebiete wie Russland hätte anerkennen müssen. Und zwar schon 2014. Also auch Russland im Grunde viel zu lange gewartet hat, diese Gebiete anzuerkennen. Trotzdem aus meiner Sicht, solche Auftritte wie der hier werden weiterhelfen, die AfD zu stabilisieren und über 20% zu halten und das noch zu erweitern. Man kann nur hoffen, dass hinter den Auftritten nicht der Deal steckt, sich bei der Ukraine, ich sag mal, zurückhaltend zu äußern. Das wäre nicht der Deal wert, in die großen Medien zu kommen. Es wird jetzt bei 20% ist es zu auffällig, wenn die AfD nicht in die großen Medien kommt. Die AfD braucht diese Auftritte nicht dringend. Sondern wichtig ist es, die richtigen Narrative zu verbreiten. Kommen dann schon mit der Zeit noch die Leute. Erst von den 20% ausgehend und die Medien können das nicht mehr schaffen aus meiner Sicht. Die AfD ist jetzt zu groß. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.